Hi, das hier ist ein gegrillter Pulled Pork Burrito und wie man den macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Pulled Pork Burritos brauchen. Los geht es mit Pulled Pork. Das ist hier ein einvakuumiertes Pulled Pork gewesen, was ich eingefroren hatte. Wenn ihr Pulled Pork macht, macht immer ein bisschen mehr. Vakuumiert es euch ein, friert es weg und wenn ihr mal Bock auf Pulled Pork habt, habt ihr sofort welches da. Ihr braucht eine Barbecue-Soße, Parmesankäse und diesen berühmt-berüchtigten Krautsalat nach KFC. Habe ich jetzt kein eigenes Video zu, verweise ich euch einfach mal an den Kollegen vom Ehrlichen Essen, an den Marco, der hat da ein super Video drüber gemacht. Macht den mal nach, der ist richtig, richtig lecker. Und ihr braucht hier diese Dürüm, diese Teigfladen oder Tortilla-Wraps, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Und dann nehmt ihr euch einfach das von dem Pulled Pork ein wenig, ruft das noch so ein bisschen auseinander. Da tue ich ordentlich was rein. Als nächstes gießt ihr ein bisschen Barbecue-Soße über das Pulled Pork. Welche ihr da nehmt, ist eurem Geschmack ganz überlassen. Dann habe ich hier den Coleslaw oder den Krautsalat. Davon kommt ein bisschen was drüber. Achtet darauf, dass ihr nicht ganz so viel Flüssigkeit in dem Krautsalat habt oder drückt die vorher ein bisschen raus, damit euch da der Burrito nicht absäuft. Und zu guter Letzt reibe ich jetzt noch ein bisschen Parmesankäse oben drüber, der dann halt schön schmelzen kann. Er kann auch gerne an der Seite ein bisschen liegen, dann kann er auch an der Seite schmelzen, dass es dann eine richtig schöne, leckere Geschichte ergibt. Den Burrito wickelt ihr so, dass ihr die Seiten einschlagt, dann schlagt ihr den vorderen Teil um und zieht den so ein bisschen rein, dass es quasi jetzt schon von alleine hält und dann wird es einfach jetzt stramm eingewickelt. Die eine Seite schlagt ihr auch noch ein und dann einfach so zusammenwickeln und fertig ist der Burrito und der kann jetzt auf den Grill. Den Grill habe ich auf 180, 190 Grad vorgeheizt. Hier ist unser Burrito. Und der kommt jetzt hier in die Mitte, in den indirekten Bereich. Und dann schließen wir jetzt den Deckel und warten einfach mal eine Viertelstunde ab und dann schauen wir mal. Nach jetzt ungefähr 10 Minuten mache ich mal auf. Von außen haben die jetzt noch nicht wirklich Farbe, aber ich drehe mal um. Und da könnt ihr sehen, mein wunderschönes Grillmuster drauf. Das heißt, ich drehe die jetzt einfach auf die andere Seite und lasse die jetzt noch mal 10 Minuten indirekt grillen. Sieht wunderbar aus. So, inzwischen stellt sich ein wunderbarer Duft hier in meinem Carport ein. Ich mache mal auf. Da liegen sie und ich würde sagen, die sind fertig. Ich nehme die jetzt mal runter und dann schneiden wir mal einen an. Da liegt da jetzt unser Pulled Pork Burrito und ich schneide ihn jetzt mal an. Wie ihr hört, ist es richtig schön knusprig geworden und so sieht er von innen aus. Das ist richtig schön, das Pulled Pork, der Krautsalat, der Käse ist geschmolzen, der Hammer. So, und da ist er nun, unser gegrillter Pulled Pork Burrito, absolut der Knaller. Er ist noch sehr heiß, aber das sieht einfach wunderbar aus mit dem Rauchring vom Pulled Pork, hier der Krautsalat, der Käse ist schön geschmolzen. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.